Was ist denn das da? Leute, seht ihr das? Eine grüne Wanze da mir. Ja, Leute, ich hab's endlich dann auch mal geschafft, mir einen Greenscreen zu besorgen. Das ist eine gute Nachricht. Oh. Er funktioniert ganz gut. Spiele ich halt so. Von mir aus. An sich funktioniert er ganz gut. Eigentlich. Nur, dass die Mütze halt von mir grün ist. Ja, herzlich willkommen zurück zu Mario & Rabbids Kingdom Battle. Wir haben das Backtracking aus beiden Welten gemacht. Jetzt fragen sich eine, hä? Ich habe das aus der zweiten Welt gar nicht gesehen. Ja, kann ich nachvollziehen, meine Freunde. Ich habe es getan. Ich war fertig, war schon beim das, was mit dem Video sagen und so. Und dann... Ja, also der K-Storm da, der braucht seine Videos doch nicht. Lass uns mal die Aufnahme von alleine löschen. War dann nicht so gut. Wir haben das Zusatzkapitel gemacht, es war auch wirklich nichts Besonderes. Wir haben halt die Goldwaffen erhalten, die wie immer schlechter sind. Also, nicht wirklich was Positives. Genau. Ich muss schließen. So. Bin gerade am Verarbeiten von meinem Werbevideo, was ihr euch bestimmt mal angeguckt habt. Und zwar das Dings-Video. Mit dem roten Bär. Falls ihr das nicht kennt, das ist das erste Video, was ihr auf meinem Kanal seht, wenn ihr Abonnent seid. Die Mütze nervt gerade voll. Ich finde mich auch etwas klein da unten rechts. Ist das normal? So, hallo Leute, ich bin's, da Keisch doch. Du. Das ist so, oder? Noch ein bisschen nach rechts. So. Weil bis nach da kann ich ja ewig weit. Es geht. Meine Damen und Herren, willkommen im Rachen. Ich hab nicht geguckt, ob der Controller voll ist. Und da der gerade vibriert hat, bin ich der Annahme. Doch, er ist voll, okay. Meine Damen und Herren, willkommen im Rachen des Löwen. Bowser Jr. war fleißig, seitdem sein Vater weggegangen ist. Ich kann das ja mal kleiner machen, alles hier. So, habe ich kurz das Bild. Sehr schön. Whatever. Boah, das Kabel vom Mikrofon nervt gerade total. Ich würde gern bitte einmal... Ja. Offenbar hat er das Innere dieses Vulkans in eine Art militärische Produktionsstätte verwandelt. Ich würde gern bitte so machen, dass ich... beide Soundleisten noch sehen kann. Dem wäre ich sehr. Ich mache mal ein bisschen lauter. Weil ich irgendwie das Gefühl habe. Ja, es scheint extrem leise zu sein. Ich fürchte, unsere bisherigen Bemühungen waren nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Also seid auf der Hut. Und ja, das stimmt voll und ganz. Die vierte und letzte Welt des Spiels ist auch die schwerste. Klar, ja. Aber an Schwierigkeitsgrad steigt sie immens an. Bringt das irgendwas? Das zu ändern? Sehe ich irgendwie so ein paar. Das. Lava-Hopser. Genau. Sieht das schön aus hier. Vollste Zerstörung, Case. Oh, sieht das schön aus hier. Hier können wir uns nichts anschauen, aber hier. Wir jetzt bestimmt irgendwas angucken. Bevor es immer losgeht, kann man sich immer was anschauen hier. Ich habe auch schon Geräusch gehört da drüben. Ja. Da! Seine Haut scheint zu jucken. Vielleicht wegen der trockenen Luft hier unten. Hey, hör auf zu kratzen und creme dich ein. Hier brauchen wir immer noch dieses Drill, also dieses Bohren, heißt es im Deutschen. Gut, wir gehen einfach mal weiter. Ja, es tut mir leid wegen der Welt. Ist hier schon ein Kampf? Nee, egal. Ja, aber hier gehst du nach links. Und Leute, kleiner Spoiler für die, die es jetzt nicht wissen wollen. Seht ihr das da, wie meine Hand darum flackt? Voll komisch. Für die, die es noch nicht wissen, spult einfach kurz ein Stück vor. Also drückt
jetzt auf Pause. Wenn ich sage jetzt, drückt ihr auf Pause und drückt zweimal nach rechts auf eurem Handy oder auf der Pfeiltaste, okay? Jetzt pausieren. Leute, es gibt zwei Minibosse in dieser Welt. Gut, da sind auch wieder die anderen jetzt, die das Video übersprungen haben. Ich hoffe, ihr seid wieder da. Wenn nicht, dann... Ja, gut. Ja. Das ist ein bisschen... Und es gibt dazwischen keine Checkpoints. Das wird die Leute, die jetzt vorgespult haben, gar nichts sagen. Aber ich zeige euch, was ich meine dann. Ihr seht das dann. Das ist abnormal schwer, diese Welt. Halt, 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 halt. Solange man hier noch was mitnehmen kann. Oder ist noch einer? Noch eine Musik. Bei dem ist wohl eine Schraube locker. Ha, 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 ha. Leute. Ab heute ist der Standpunkt. Ab dem 11.02.2021 kommen alle zwei Tage bei mir Videos. Das ist sehr schön, gell? Zusätzlich kommt auch nach den Sommerferien noch ein Together-Let's Play mit dem Typen, der den Roten Bären gespielt hat. Tom, Mike, wie auch immer, wie ihn jetzt nennen soll. Genau. Taktikkamera, ja, ja, taktisches Angriff. Ich muss gehen. Alle Gegner ist super. Wie viele sind das? Wir gucken jetzt erstmal in der Waffenauswahl. So, wir haben Rabbit Peach dabei. So, der Hammer. Ach, da, genau, da haben wir hier hinten den Goldhammer freigeschaltet. Aber ihr seht, wie schlecht der ist. Deshalb nehmen wir den nicht mal ansatzweise mit ins Team. Ich gucke jetzt einfach bloß das in unserem Team. Halt, wir sind nicht auf dem stärksten Level. Honig war immer gut, bei Grobian vor allen Dingen. Ist gekauft. Und bei Sekundärwaffen sind wir bei Peach schon voll. Und naja, so oft wie wir Rabbit Luigi nehmen, kein Wunder, dass er so schlecht bewertet ist bei uns. Luigi hat auch schon bessere Tage gesehen. Gehen wir mal in den Skilltree. Oh, oh. Ja, Mario, du kriegst Leben. Heldensicht ist so... Mag ich nicht. Stamm 70 oder Dash 90! Mario! Was ist denn los? Boah, ich brauche eine andere Mütze. Ich weiß, es ist unten grün. Ich mache mir wahrscheinlich noch eine andere Case of Cap in anderen Farben. Ich hoffe es. Apropos, Leute. Die Maske hier, ja? Dieses Ding kostet im Schnitt theoretisch 22 Euro mit Versandkosten und allem drum und dran. Das ist auch 90 Raserei, oder? Ich bin eher auf die Raserei aus jetzt gerade. Und für 20 kann man sich, glaube ich, nichts mehr kaufen. Vielleicht noch hier einen Hochsitzbonus oder hier bessere Münzen. Münzen, ja. Rabbit Peach, dreimal dashen oder 7. Oh, die hat ja fast gar keinen Schaden. Jetzt machst du 100. Und für 20 kannst du dir hier auch noch das da holen. Luigi, falls wir dich jemals wieder brauchen sollten, brauchst du Leben. Mach's bei dir. 160! Luigi, du bist super. Wir können den Cooldown senken und auch noch den Schaden erhöhen. Jetzt kann Luigi kann dreimal schießen, das alle zwei Züge mit einem Schaden von 70%. Also das ist... Oh, der hat fast gar keine Leben, sehe ich das. Willst du nicht genügend Power kriegen? Echt nicht? Wo brauche ich denn? Oh, ey. 90. 90? Ja, das haben wir beim nächsten Mal. Rabbit Peach kann einen Heilsprung, das ist egal. Aber Peach ist hier ja unsere Tankerin, die 665 Leben haben könnte. Rabbit Luigi, bei dir gehen wir auch mal auf die Leben. Und bei dir möchte ich... Das werden wir so oft zwei Züge erinnern. Okay, gehen wir einfach mal in den Kampf und legen direkt los, weil die ersten 9 Minuten sind schon um. Wir haben noch nichts Produktives getan. Boah, die Musik, die ist richtig, richtig cool. Ja, ich treffe keinen, ich weiß, dass ich keinen. Doch, zu 50%. Boah, ich mach den noch. Das sind Ziggis und ich mach den nicht mal direkt weg. Ah, doch, jetzt. Mit einem Crit schon.
Oh! Hier, Yoshi kann hier durch. Oh, Yoshi kann zweimal dashen, gell? Dashen? Dashen? Wieso komme ich denn hier nicht hin? Ich muss hier zwischen stehen bleiben. So viel kann ich nicht tanken. Danach ist... Wobei, doch kann ich. Weil einer wird danach auf jeden Fall raus sein. Safe, oder? Übrigens, da steht jetzt eine Ringleuchte, deswegen habt ihr in meiner Brille auch immer diese kleinen Kreise. Ich bin Herobrine, Leute. Als ob die nicht raus sind nach einem Schuss. Oh, ein Crit. Sehr schön. Doch sind sie raus. Sehr schön. Ich bin immer noch der Meinung, dass irgendwie, wenn ich rede, dass es ein bisschen verzögert ist. Ich gucke, dass mein Sound etwas später aufgenommen wird. Aber ich kann es nicht garantieren, dass ich daran denke. Ja, das hat Luigi bitter, bitter nötig. Das hat... Oh, Yoshi, bitter, bitter nötig. Genau, was ist eigentlich mit Yoshi? Haben wir Yoshi? Nein, da. Ist Yoshi gespielt? Wer weiß. Eigentlich sollten wir jeden Gegner zu 100% treffen. Sie hat eine Bombe, ja? Das fährt, das macht brumm, brumm. Ja, ich pass mal zu dem da. Oh, mach bitte den Crit, wenn du ankommen solltest. Ich weiß, du kommst nicht an, aber mach bitte den Crit. Falls sich jemand traut von mir aus. Rebel Peach steht halt relativ gut. Mal gucken. Full Speed! Okay, die Bombe lenkt den Schaden ab. Okay. Da ist noch einer. Aber die Bombe ist immun. Was? Die Bombe ist tot. Die haben die Bombe kaputt geschossen. Das kann doch nicht wahr sein. Hä? Was? Ach, 6, ich hab 0 gelesen. Ja, ich renne halt direkt hoch. Also hier mal. Das geht so gar nicht, was ihr da oben macht. Ich schmecke es, Leute. Ich schmecke es. Dafür werde ich dir so bitter bezahlen. Stellt sich Mario dahin? Ah, Mann! Stopp, Rabbit Yoshi. Wirft jetzt erstmal seinen Kanonendings da hoch. Mach einen Quick, bitte, mach einen Quick, bitte. Oh. Was? Das wurde mir ja nicht angezeigt, dass der Mario trifft. Jetzt, er kommt da durch. Ich dash den da oben kaputt. Ich dash den weg und bin selber tot gleich. Wieso dein Nullschaden? Was ist das für ein Gegner? Ach, ein Hopser. Okay, ja. Aua, aua, heiß. Habt ihr gesehen? Ich hab dich verbrannt. Hier an der Fackel. Dieser Moment, wenn du deine Kamera gespiegelt hast, damit die Leute hier das KS richtig lesen können. Nimm den raus, der ist weiter weg. Der ist näher. Entschuldigung, andersrum. Wenn der weiter weg ist, lass ich leben. Das sieht so komisch aus, wenn ich mich selber angucke, weil das so genau. Der macht genau das Gegenteil von mir. Ja, ich glaube, weil Peach braucht das Schild, das sieht schon so aus. Sie scheint sehr angeschlagen. Komm, Mario, Mario, zieh hoch, hoch, bitte, bitte triff. Ja, guter Mario, guter Mario. Gut, soweit gebe ich den Zug ab und ihr dürft noch mal. Wieso fällt eigentlich unsere Bombe nicht mehr? Doch, tut sie. Der Gegner ist tot. Wir haben den Gegner schon kaputt gemacht, den diese Bombe gibt. Wieso noch zwei Gegner? Wer lebt denn noch? Ach, da hinten lebt noch einer. Ja, ja, Was? Den sehe ich doch sogar von hier. Ach, komm. Ich kann da noch nicht mehr zu. Ach. Wo
Wobei ich kann Mario als Trampolinus benutzen. Und kann mich wieder da entscheiden, um mit Mario dann gleich weiter zu hüpfen. Wisst ihr, was ich meine? Ich sehe es, es ist doch ein bisschen laut, der Sound. Ich drehe den Sound doch ein bisschen runter. Jetzt kann ich... Ne, mit Peach kann ich nicht dashen. Aber Mario, der kann dashen. Der macht jetzt 90 Schaden. Genau, und dann kann er hier noch springen und... Das ist nicht dein Ernst. Okay, dann wird Rabbit Yoshi so lange auf diesen Stein schießen, bis der Stein kaputt ist und Mario wird ihn finishen. Genau! Stein kaputt! Du hast keine Deckung mehr. Was wirst du jetzt tun? Genau. Ich bin ein Gefühl. Pew! So komplett verspätet noch. Pew! Und Achtung, Schneesturm! So. So. Ich muss mein Mikro kurz ein Stück näher um, weil das irgendwie. Das war so weit weg. Ah, hier häng ich an dem blöden Kabel. Genau, unseren ersten Kampf haben wir hinter uns. Deutsch. Und hier war schon direkt der zweite? Nee, oder? Nee, aber hier ist irgendwo. Oh, hier gibt's. Stimmt, wir können die jetzt zerstören hier. Und damit sogar Sachen öffnen. Und es spawnen auch manchmal Münzen hier heraus. Und hier gibt es eine Chest zu holen. Und zwar: Friedhofsspaziergang. Das sind alles anfangs hier noch die Musikstücke von der letzten Welt, die wir gespielt haben. Wisst ihr noch, welche das war? Falls ihr es nicht wisst, könnt ihr euch gerne anschauen. Und zwar: Die Geisterwelt werden eine Geisterwelt. Wenn ihr die nicht kennt, schaut sie euch gerne an. Ich hab damit kein Problem. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr auch gerne ein Like da lassen. Also, so ist es ja nicht. Das ist meine Mission einfach nur dieses. Eine Tarotkarte. Fressmonster. Es wird am Schluss auf jeden Fall ein Video geben, wo ich mir alles anschaue, was wir so freigeschalten haben, tun und dann. Doch! Ah, doch, da komme ich noch hin. Genau. Ich glaube, das war's auch gleich schon mit der heutigen Folge. Oh, Wahnsinn! Das Werbevideo ist durch. Ja, sehr schön. Das gucke ich mir dann gleich an. Nach der jetzigen Aufnahme. Ja, so ein einziges Drill, ey. Boah, hier gibt's bestimmt ganz, ganz viele Münzen zu holen. Muss einfach nur die ganze Zeit spammen. Das ist so genial. Und was hat es uns gebracht? Nichts, denn da liegt immer noch dieser Haufen. Und Bebo weiß nicht, wie man das macht. Bebo hat noch nie in einem Haufen gekramt. Bebo hat ja auch anfangs noch nicht gelernt, wie man Sachen schiebt. Das muss ein Kind ja auch erst lernen. Wisst ihr, was ich meine? So, und diese Riesen-Stage da unten machen wir beim nächsten Mal. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Und ciao.